Das könnte tatsächlich die Küste sein. Darauf ist ein Dschungel. Dunkel. Geheimnisvoll. Fremdartige Tiere schleichen durchs Unterholz. Exotische Pflanzen locken mit ihren schillernden und giftigen Früchten. Seltsame Geräusche sind zu hören. Von irgendwoher rauscht ein Wasserfall und die Luft wird immer wieder von den Schreien großer Vögel durchschnitten. Und dort, da ist vielleicht ein Berg mit einer großen Höhle darin. Ja, und hier die Bucht. Dort hat vor vielen Jahren ein Schiff angelegt. Ein mächtiger Dreimaster mit einer schwarzen Flagge. Mit einer schwarzen Flagge? Dann ist es ein Piratenschiff. Seit 3 Tagen liegt sie vor Anker. Die Schiffsplanken knarren im Wind. Es ist die Walrus, das mächtige Schiff von Captain Nathaniel Flint. Wer ist dieser Captain Flint? Flint war der gefährlichste Seeräuber aller Zeiten. In peitschender stürmischer See jagt das blutrote Segel heran. Hat die Meute ihr Opfer erspäht, gibt es nichts, was sie aufhalten kann. Und der erste Kanonenschlag sitzt, dann gibt Flint den Enterbefehl. Und schon greifen sie an, es geht Mann gegen Mann, denn die Beute ist alles, was zählt. Schwer beladen mit Silber und Gold nimmt der Captain nun Kurs auf Südwest. Und vor dieser Insel, in dieser Bucht, macht er sein Beuteschiff fest. Ist es vollkommen still an Bord, nur ein Mann hält einsam die Wacht. Die übrigen Bluthunde sind alle fort. Auf Landgang im Dunkeln der Nacht. Und Leute, was glaubst du, was die Bande wohl auf der Insel macht? Sie bringen ihre Beute in Sicherheit? Ja, und zwar genau hier. Irgendwo am Ende der Welt, irgendwo da draußen im Meer, liegt die Insel, von der diese Karte erzählt, und Piraten sind hinter ihr her. Irgendwo dort liegt er versteckt, dieser sagenumwobene Schatz. Aber Flint hat der Crew eine Falle gestellt. Irgendwo am Ende der Welt. Was war das für eine Falle? Flint war nicht bereit, den Schatz zu teilen. Alle, die um das geheime Versteck wussten, hat er kaltblütig ermordet. Und das haben sich die anderen Piraten einfach so gefallen lassen? Der Schatz gehört doch allen zugleich. Captain Flint war grausam und unberechenbar. Die ganze Welt, aber auch seine eigene Mannschaft fürchteten ihn. Doch dann starb Flint, noch bevor er den Schatz wieder zu Gesicht bekam. Und jetzt ist die alte Crew wie besessen auf der Suche nach jemandem, der um das geheime Versteck weiß. Und sie wollen zurück an den einen Ort, da draußen im Ozean blau. Denn der riesige Schatz liegt bis heute noch dort. Nur ein Mensch kennt die Stelle genau. Und wer ist das? Du. Du bist im Besitz von Flints Schatzkarte, hinter der seine Männer her sind. Und, gibst du die Karte freiwillig her oder suchst du selber nach dem Schatz? Ja, ich will ihn finden. Ich hab's mir fast gedacht. Irgendwo am Ende der Welt, irgendwo da draußen im Meer, liegt
Charakter versteckt. Dieser sagenumwobene Schatz. Aber Flint hat der Crew eine Falle gestellt. Irgendwo am Ende der Welt. Irgendwo.